Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin mitten in der Nachspielzeit. DLC Nummer 2 in Dark Souls 3. Erster Boss. Ah, ja, diejenigen, die die letzte Folge gesehen haben, wissen Bescheid. Ich komme ganz gut klar, aber die zweite Phase, da habe ich noch keinen Plan. Da bin ich noch. Ich habe mir jetzt ein bisschen was überlegt. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht so richtig ausweichen kann. Das tut weh. Aua. Ja, da war jetzt der zweite da. Der zweite hat mich erwischt. Mir ist aufgefallen, dass ich in der zweiten Phase den AOE-Feuerstrahlen-Bereich-Damage-Zeug mit Rollen nicht ausweichen kann. Ich werde versuchen, in der zweiten Phase ein bisschen mehr aufs Rennen zu gehen als Ausweichmethode, anstatt aufs Rollen. Mal gucken, ob das hilft. Alter, wieder nichts gesehen wegen irgendeinem Magieblödsinn, der hier passiert. So, jetzt muss ich wegrennen, weil sie nämlich beide kommen. Da muss ich mich dran halten. Ah, ich komme nicht an ihn ran, an den zweiten. Mist. Okay, dann du jetzt. Komm mal ein Stückchen zu mir, bitte. Ich hab's nicht gesehen. Da, dieser lila Streifen ist halt auch super nervig. Leuchtet der immer noch? Ich dachte, der wäre gerade abgekühlt. Jetzt leuchtet der gleich. Okay, passt. Komm ein bisschen näher zu mir, bitte. Ah, ärgerlich. Scheiße, nee. Mist. Ich drücke mal die Rolle, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass manchmal, ich weiß nicht, warum ich zu spät bin. Weiß nicht, warum ich zu spät bin. Ah. Oh ne, da ist er. Oh, da ist er schon. Ah.
Mann, ach. Und da sagt mir einer, der statistisch gesehen schwierigste Boss ist der Nameless, der namenlose König. Blödsinn. Alles Blödsinn. Warum habe ich hier immer 180 Seelen? Ich verstehe es nicht. Alter, als ob er mich da trifft, ne? Weinerei! Hallo Mauer? Oh Gott! Klar muss da noch eine Mauer sein hinter mir. Diese Scheiße. Magie, Flächenschaden, ey. Ihr könnt auch echt... Er lässt mich halt auch nicht ordentlich an seinen Mate ranstehen, ne? Nee, 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 nee. Oh, fuck, vergiftet. Ärgerlich. Äußerst ärgerlich. Nee. Diese scheiß Vergiftung, ne? Die scheiß Vergiftung. Ach, komm, ey! Ha, er muss natürlich auch doppelt so viel aushalten, nachdem er dann seinen Kumpel in sich aufgenommen hat oder was auch immer. Ja. Da war ich so aus dem Timing, ich hätte nicht sofort rollen dürfen. Das war saudumm. Bis jetzt ist alles in Ordnung, solange er nicht fliegt in der zweiten Phase, ist alles in Ordnung.
Ach komm ey, warum musst du jetzt so flink hinter mir sein? Das ist doch jetzt saublöde Mistikacke hier. Und ich treffe einfach seinen Kumpel nicht. Danke. Okay, let's go. Ah, verdammt. Aua. Nee. Oh. Nee. Oh, es lief so gut. Oh. Ich hatte gerade so ein gutes Gefühl. Und Dark Souls hat es mit bloßen Händen zerquetscht, das gute Gefühl. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, er hat mit bloßen Händen auf mich draufgehauen. Sind zwar Feuerhände, aber es waren seine bloßen Hände. Ey, ach komm, ey. Warum? Ich roll nach vorne, um unter ihn zu kommen. Er haut mich. Ich glaube, durch das Hauen bin ich wieder ein Stück nach hinten. Aber dass man da so einen scheiß Rhythmus haben kann. Oh, ist das ärgerlich. Dass die halt auch zu zweit auf einen einprügeln.
Ach, ich hab's nicht gesehen. Was? Das war seltsam. Ach, keine Ahnung. Und die ganze Zeit dieses Gebrüll von den beiden, ne? Wow. Ja, ich bin guter Dinge, klar, hey. Haha, immer gut drauf. Mich nervt eigentlich nur der Magiequatsch, dass ich jetzt schon wieder mit Magie zu kämpfen habe. Also mit so krasser Magie, so Flächenschadenmagie, das ist, muss doch eigentlich echt nicht sein, Leute. Warum schon wieder? Weil das irgendwie cool war im ersten DLC und jetzt fühlt ihr euch cool, weil im zweiten DLC Flächenschaden, Magie irgendwie... Ja, geil, ey, das fanden die Leute im ersten cool. Lass uns das gleich nochmal machen. Das war, glaube ich, keine gute Idee, jetzt hier nochmal eine Folge aufzunehmen, um ehrlich zu sein. Vor allem ist das ja quasi, das wird ja nicht der Endboss sein. Das ist ja irgendwie so ein Zwischenboss hier fürs DLC. Ich bin gespannt, was hier der Endboss ist. Ach du mit deinem scheiß Magieblödsinn hier schon wieder, ey. Weil dann steht man in diesem dreckigen Mistlochzeug drin, in diesem lila Quatsch, den kein Mensch haben will. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich werde nur noch cheesige Magie spielen. Weglaufen, Magie wirken, weglaufen, Magie wirken, weglaufen, Magie wirken, weglaufen, Magie wirken. Super ödes, langweiliges Gameplay. Aber alles besser als durch Gegnermagie die ganze Zeit eine auf die Fresse zu kriegen. Weil das ja der Way to go ist. Um einen Kampf schwer zu machen, muss ich Flächenschaden reinballern. Gut, also die erste Phase wäre ohne einfach auch super piss einfach, muss man ganz ehrlich mal sagen. Aber dass ich in der zweiten Phase sowas dann nochmal machen muss, weiß ich nicht. Also beziehungsweise, dass ich es da schlimmer machen muss, als es eh schon ist. Ich habe jetzt Bock auf die Menschlichkeit.
Oder die Glut in mir. Ah ja, ich krieg dadurch wirklich Schaden. Ich war mir nicht sicher. Jetzt weiß ich's. Ey, nicht nochmal lasern! Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Wie konnte er mich denn da jetzt treffen und dann so viel? Wie viel Schaden hat er gerade gemacht? War ich nicht dreiviertel voll? Ihr stirbt am Anfang immer irgendwas. Ich war doch dreiviertel voll. Ich hatte so viel Leben wie jetzt. Und er macht einmal bzzzt, wutz, tot. Und ich stand noch nicht mal im Bereich des Lasers. Er hat nach vorne weggelasert und ich stand links unter seinem Maul. Oh. Miese Nummer. Ah, da fehlt halt am Ende nicht mehr viel, dass ich ihn stunlocken könnte. Den ersten, ne? Da fehlt wirklich nicht viel. Würde ich ja schon gerne machen, ne? Aber jetzt ist wahrscheinlich schon zu spät. Wenn ich jetzt hinlaufe, reicht's nicht mehr aus. Vor allem kommt der Kumpel ja mit. Mist. Mist. Ja, ja, ich weiß. Viel zu viel saufen müssen. Ja. Von 11 Flakons noch 4 übrig für die Phase ist, wird wahrscheinlich nix. Mal gucken.
Alter, er macht halt wirklich drei Viertel diese scheiß Meteoritenkacke. Warum? Warum mache ich denn sowas? Warum finde ich das cool? Ich kann halt mein Schwert kann ich auch nicht mehr hochleveln, ne? Da geht nichts mehr, was man irgendwie noch machen könnte. Dass ich hier irgendwie noch mehr Schaden rauskrieg. Müsste ich mich selber noch mehr auf Damage leveln, ne? Und das war, ich dachte mir noch so, komm, ich gebe mir ein bisschen mehr. Was ein geiles Gefühl ist, ja. Ich dachte, ich gebe mir noch ein bisschen mehr Leben. Was kann ich eigentlich mit diesen Münzen anfangen? Rostige Goldmünze. Kriege ich dafür irgendwie Seelen? Alles sinnfrei. Ich würde meine Waffe gerne blitzen lassen oder, keine Ahnung, bluten lassen oder irgendwas. Aber ich habe ja nur so einen blöden Schleifstein. Ich sehe nichts. Magiebrutzel. Oh ja, komm. Perfekt. Dem muss natürlich auch noch Umgebung im Weg stehen. Geil. Kann sich einer von euch mal bitte jetzt abkühlen? Ja, danke. So, jetzt komm du mal mit. Ich bin halt schon wieder an dem Punkt, dass mich die erste Phase nervt. Bin schon wieder an dem Punkt angekommen, dass mich die erste Phase nervt. Weil man sich viel zu viel Zeit lassen muss. Weil ich viel zu lange warten muss, um einen Kill zu machen. Ich würde gerne irgendwie noch ein bisschen mehr Schaden aus meiner Waffe rauskitzeln. Dann könnte ich den schneller stunlocken und dann wäre auch schneller hinüber. Ach ja, komm, lila Brutzelscheiß. Kann ich den jetzt eigentlich nicht critten? Das ist voll ärgerlich, dass ich den da nicht critten kann. Er sitzt genau gleich dran. Aber dort habe ich plötzlich die, als Spielcharakter habe ich plötzlich die Position verlernt, wie ich mich hinstellen muss, damit das funktioniert. Deswegen geht's nicht. Ach so, ja, der lila Brutzelscheiß ist ja auch dabei. Ganz vergessen. Da kommt er wieder, lila Brutzelscheiß. Geil, Spaß. Ach so, ja, vergiftet sind wir jetzt natürlich auch noch. Ja, ja, da kommt ja wieder lila Brutzelscheiß von der Seite an. Ja, der lila Brutzelscheiß, dankeschön. Ach so, aber den darf ich ja jetzt nicht, weil ich habe ja die Position verlernt, wie ich mich hinstellen muss, damit ich dem jetzt ordentlich eine mitgeben kann. Nö, geht nicht. Ach ja.
Klar, wenn der Kopf unten ist, kann ich ihn nicht kritisch treffen. Nee, wie auch? Das geht nur, wenn der Kopf unten ist. Also sorry, das ist eine beschissene Designentscheidung an der Stelle. Ach so, ja, meine Rolle reicht ja nicht, um auszuweichen. Oh, wie viel ich hier schon wieder saufen musste. Ach komm, ja, ist ja gut, Mensch. Ich weiß, wie eure erste Phase funktioniert. Lass mich dich einfach killen und dann werd zum Großen, dass ich das üben kann, Mann! Es ist zu viel heute. Du sagst, ich sollte mal probieren, endlich mal ein bisschen lila Moosklumpen benutzen. Möchtest du mir sagen, Sepp, macht das auch verringert, ja. Oder sterben, ja, okay. Verstehe, wenn man vergiftet wird, dann... Ach, fuck off, ey. Dieses Gift ist so ein Scheiß, ne? Amahan! Ich sehe nichts. Ach, ist das wunderschön. Ist das geil. In Gegnern drin zu stecken. Es ist zwar schön bei Friede und es ist auch jetzt so richtig cool, gegen so riesige Monster zu kämpfen.
Nein, ich springe auch noch rein ins Feuer. Nicht lasern! Ach ja, ey, ach so. Auf einmal geht 180 Grad. Ach scheiße, es waren die Fäuste. Ach so, diesmal trifft er, obwohl ich auf ihn zulerrenne. Au Mann, ist ja gut. So, ein Flakon noch. Mist. Oh. Okay. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Ich sehe nix. Ja, na gut. Ja, geht doch. Oh. Okay. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Ah, viel zu viel aufgeregt. Es war am Ende gar nicht so krass. Lukas, hi, danke. Habe ich schon Hallo gesagt? Weiß gar nicht, seit wann du rumgammelst. Oder lurkst, oder seit wann du hier bist. Aber hey, schön, dass ihr alle am Start seid. 40% vom Boss runtergespielt, ohne getroffen zu werden. Okay, das klingt krass. Aber er hat auch diesmal nicht ganz so heftige Sachen gemacht. Also er war gnädig. Ah, nice. Nice, 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 nice. Ich dachte, ich hänge hier wieder ewig dran, aber sehr gut. Stark gespielt, Dankeschön. Oh, Leute. Es tut mir leid, dass ich mich so viel aufgeregt habe. Ah, dass ich mich so hart beschwert habe die ganze Zeit. Sorry, ich weiß nicht. Es ist halt auch schon die 5. Stunde. Es bricht bald die 6. an und vielleicht ist es einfach dann nach wie viel Bossen jetzt? Ist es vielleicht auch einfach irgendwo. Erreicht man halt dann auch irgendwo ein Limit, ne? Man erreicht einfach irgendwo ein Limit. Irgendwann. Also das Schlimmste war ja gerade, das ist ja alles heute passiert mit Friede und jetzt der Dämonenkönig. Das ist alles ein Tag. Und ich habe mich vorhin bei Friede drüber beschwert, wie sehr ich es hasse, dass die hier so AOE-Damage-Zeug machen. Und dann ist der erste Boss im nächsten DLC AOE-Damage-Zeug. Der erste Boss im DLC ist wieder AOE-Damage. Das war dann schon... Das hat mich hart getroffen.
Ah, okay. Das ist ein Schlüssel, der wird irgendwann zum Aktivieren vor der Ringklippe hochhalten. Wait, what? Ringklippe? Ah, das ist Irdenspitze, okay. Hellebarde des geflügelten Ritters. Weil das hier sieht so nach Ringdings aus. Kann ich das hier jetzt hochhalten? Nee, er wird mich. Ich krieg wahrscheinlich einen Prompt angezeigt. Naja, genau, wenn. Ringklippe. Das hier sieht nach Ringklippe aus, deswegen war ich so. Habe ich kurz überlegt, ob ich es dort hochhalten kann, vielleicht. Warum sieht der Brunnen von oben eigentlich so krass aus? Geht's einfach hier hinten weiter, oder? Ah. Ist das hier die Ringklippe? Ja. Woher weiß er das? Ihr Hässlichen schon wieder. Oh nee, ne? Okay. Krass. Das sieht nach ein bisschen Content aus. Das sieht cool aus. Das sieht ziemlich cool aus. Wow. Okay, das gefällt mir. Das sieht richtig cool aus. Geil. Ja, da hab ich Bock drauf, ey. Die umringte Stadt. Stark. Brought thee here, did they not? Dost thou the gods serve, or merely that role affect? A lie, a wretched lie. How wouldst one such as thee do service to the gods? Thy scheme is known to me. I know what it is thou desirest. The dark soul, no? Why else wouldst one deign to visit this dung heap? Give rest to thy falsity. I would be an ally to thee. If it is the dark soul thou desirest, then seek Filianor's church at the base of the cliff. There wilt thou the sleeping princess waken. Her slumber is a deceit, a lid covering an overgrown privy, a prop to keep thee from the dark soul of thine desire.
Worry not, I am a true friend to thee. If thou art yet human, the urge will soon begin to swell, to curse the gods and bring ruin upon this accursed heap of dung. Now, yearly to Filianor's church at the base of the cliff, to rouse the sleeping princess, if thou yet the dark soul desirest. Now, yearly to... Was sitzt denn da hinten eigentlich? Da ist auch irgendwas Dickes. Okay. What the fuck? What the fuck? Okay. Oh, die gucken auch in meine Richtung. Aua, 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 nein! Oh. Was zum Teufel? Ich hatte doch so schön viel Leben. Ich hatte so schön viel Leben. Jetzt muss ich wieder mit so einem kleinen Mini-Balken durch die Gegend. Verdammt. Helm des Ruins. Ach lol, das kann man nur gemeinsam. Besonderes gerades Schwert, Normalschlag, Stoß. Okay, klingt auch cool. Und dem Boy. Großschild des uralten Drachen. Ein Test. Okay. Wie bitte? Was? Was? Was ist hier los? No! Mein Gott! Ich muss gar nicht saufen eigentlich. Ich hau euch allen auf die Schnauze, vor allem dir. Es reicht jetzt. Nee, 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 nee. Wieso könnt ihr mich hier treffen? Wieso trefft ihr mich hier? Ihr steht doch da unten irgendwo. Was ist das denn für eine Schweinerei? Okay.
Dreimal? Dreimal. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Nee, ne? Oh, nee, 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 was zum... Och, Mann, die stehen ja direkt hier. Was ist das denn bitte für ein... Oh. Was soll das? Was soll das? Ah. Ah. Vor 2 Minuten habe ich gesagt, ja, da habe ich Bock drauf. Und jetzt das. Ja, kann ich doch nicht damit rechnen, dass das hier der reinste Foltergarten ist. Ja, wobei, es ist Dark Souls, ne? Nein! Warum hüpfst du denn? Hätte ja wohl jetzt auch anders fallen können, oder? Mist. Rutscht er einfach da ab? Huh. Hm. Wenn wir jetzt in Elden Ring, würde ich darüber hüpfen. Aber wir sind ja nicht in Elden Ring, wahrscheinlich sterbe ich, wenn ich versuche, darüber zu hüpfen. Jetzt komme ich hier nur wieder oben irgendwo raus. Schweinerei. Ey! Was bist du denn für einer? Was soll denn das? Was ist das hier? Da hinten komme ich ja auch nur wieder da hoch, um da reinzulaufen. Das muss doch der Weg sein, oder nicht? Wo soll ich denn hin?
klar. Wieso könnt ihr auf einmal viermal schießen? Warum schießt du auf einmal viermal? Und nicht mehr nur noch dreimal oder vier, fünfmal sogar? Warum haben sie auf einmal fünfmal geschossen? Bin ich zu nah dran? Könnte auch da hinten weitergehen noch, ne? Da war so ein Loch im Busch. Lol. Ich bin dir wohl ein bisschen zu nah dran, ha? Huh? Schild ist halt auch einfach viel zu schwer, um jetzt hier irgendwelche Shenanigans zu machen. Ich kann ich den nicht anvisieren? Was ist das? Ja, der wäre ja auch zu schön gewesen, dass es hier einfach einen anderen Weg gibt. Komm, zeig mir deine Geheimgänge, Turm. Lass mich einfach hier durch, in den Aufzug, direkt zum Endboss. Let's go. Nee, ich bin noch nicht bereit. Hallo, warte bitte. Glaube ich, da unten schon auch alles so ein bisschen. Hey, ich bin nur am gucken. Weiß ich jetzt nicht, wie viel ich hier erforschen kann und wo hier Landezonen sind, wenn ich irgendwo die Klippe runterspringe, ob ich da irgendwas überleben könnte. In die Richtung vielleicht? Da hinten irgendwo?
Nee. Ich habe halt bis jetzt mal noch keinen Weg gefunden. Deswegen bin ich leicht verwirrt. Und da oben an das Item rankommen, weiß ich auch nicht. Komme ich da hin? Geht's hier noch runter? Nee. Nee, da wartet nur der Tod. Am Leuchtfeuer gilt's nicht. Ja, so sieht's nämlich aus. Was ist das hier alles? Und warum ist es so kacke? Ja, er hört jetzt nämlich nicht mehr auf, die zu rufen, ne? Sobald man mal hier oben ist, ist es quasi tot. Nee, oh, Mist. Ich muss ja rollen, habe ich ganz... Warte, war da ein Abgang? War da rechts ein Abgang? Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich da einen Abgang gesehen habe. So Treppen. Hinten rechts bei ihm. Könnte sein. Bin schon minimal verwirrt. Hier. Guck mal. Nice. Many of us are by the fire, forsaken. I speak of thine kind and mine. Behold this city. We are kindred. But like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Alter, erschreckt mich halt. Was bist du überhaupt für ein Wesen? Käferähnliches. Was a wayfaring knight on an endless, forbidden search. Only the abyss granted closure, if not reunion with his beloved. Fear not the dark, my friend. And let the feast begin. Many of us are by the fire, forsaken. I speak of thine kind and mine. Behold this city. We are kindred, but like two eyes which gaze upon the other. Seltsamer Boy. Aha. Schubs mich nicht. Dein Mini-Blitzen. Versucht er mich da runter zu schubsen, ey. Ich glaub's ja nicht.
Hier wird niemand irgendwo runtergeschubst. Wir schlachten uns wie Männer, okay? Okay, nice. Nice! Oh, durch diesen komischen Ding auch noch durchgeschafft. Oh. YouTube, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Falls es euch aufgeregt hat, dass ich mich so aufgeregt habe, tut's mir schrecklich leid. Ich wollte niemanden aufregen, außer mich selber vielleicht ein bisschen. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht hier. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob, falls ihr hier drüber stolpert, ob euch das stört, wenn ich mich so aufreg und über das Spiel beschwer. Und bis dahin, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, Moment. Hier YouTube, schreibt in die Kommentare, ob ihr Nutella mit Butter kombiniert. Also... schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao.